Hallo ihr alle da draußen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA Chinatown Wars. Nachdem wir beim letzten Mal die Feuerwehrmissionen gemacht haben und dadurch feuerfest wurden, werden wir heute die Sanitätermissionen machen und uns dort, ja, möglichst auch die Goldmedaille schnappen, denn die brauchen wir auch für die 100% Wertung. Ich steig mal ein. So, und ja, wir müssen jetzt hier irgendwie 5 Wellen schaffen. Aber was für eine Belohnung es gibt, das habe ich jetzt diesmal nicht nachgeschaut. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Oder ihr wisst es halt schon. Ich weiß es halt nicht. So. Let's go. Holt einen Patienten ab. Wir können auch bestimmt gleich mehrere abholen, oder? Wieso nur einen? Hier rechts oben wird irgendwas angezeigt. Ist das denn... Zeigt das denn gleich den Puls der Patienten an? Hier den Herzschlag oder irgendwas? Bringe den Patienten zum Krankenhaus. Achso, man muss... Ja, okay. Alles klar. Wenn ich schnell fahre, dann werden sie nervös und dann ist das auch nicht gut. Also ich muss behutsam zurückfahren oder was? Will ich aber eigentlich nicht. Ich will hier ein bisschen Rambo-mäßig sein. Der Patient wurde gerettet. Hole einen weiteren ab. Okay. Also, ja. Müssen wir immer einen zur Zeit transportieren. Das finde ich ein bisschen, weiß ich nicht, komisch. Warum sollen wir nicht mehrere aufladen, wenn wir es können? Na gut, vielleicht kann da halt nur einer behandelt werden. Im Krankenwagen selbst. Zur einer zur Zeit. Und dann macht es natürlich schon Sinn so. Aber... Hey! Ja, ja, ganz ruhig. Alles cool. Also Crashes sollten wir halt vermeiden. Ganz ruhig. Entspann dich. Lehn dich zurück. Guck eine Netflix-Serie oder so. Und dann, ja, entspann dich einfach. Ich bin ein sehr sicherer Fahrer in GTA. Musst du wissen. Können meine Zuschauer sicherlich bestätigen. Der Patient wurde gerettet. Hole die restlichen Patienten. Also den. Nicht die. Das ist nur noch einer. Die Anzeige macht mir da ein bisschen Sorgen. Hey, steig ein. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Hey, was ist das für eine Route? Was ist das für eine Route? Das gar nichts damit zu tun. Wie schnell ich fahre. Okay, crashen sollte ich natürlich nicht. Das würde jetzt wahrscheinlich dazu führen, dass es fail ist. Komm, das geht doch. Komm. Okay, er ist wieder da. Ach so, man kann ihn wiederbeleben. Ja, alles klar. Dann ist das ist ein cooles Feature. Welle 1 von 5. 100% gerettet. Patienten abgeliefert. Dann kann es ja jetzt weitergehen, oder? Okay. Interessant, dass man nur einen zur Zeit mitnehmen kann, aber das erspart mir auch die Mühe zu überlegen, wen ich als erstes hole, sondern ich muss eh alle holen, einzeln. Also von daher, wen ich zuerst nehme, ist auch völlig egal. Ja, ich helfe dir. Steig ein. Ja, komm. Hallo. Danke. Ich glaube, das hat gar nichts damit zu tun. Ich glaube, solange ich nicht crashe, ist alles cool. So. Boom. Weiter geht's. Let's go. Es gibt halt kein Zeitlimit, aber dafür können die Patienten halt dann auch sterben, was für mich auch ziemlich viel Sinn macht. War in den vorherigen Teilen immer nicht so. Da war es immer, also wie ich gespielt habe jedenfalls, da hatte man immer ein Zeitlimit und wenn das abgelaufen war, ist halt vorbei gewesen. Aber es hieß nicht, aber nicht deswegen, weil die Patienten dann tot sind, sondern einfach, weil die Zeit abgelaufen ist. Hier gibt man dem Ganzen nochmal so einen, ja, so einen realistischeren Aspekt eigentlich, weil man halt, ja, weil die halt schwer verletzt sind und natürlich sterben, wenn wir nicht rechtzeitig kommen. Ja,
Ja, macht ja nichts. Wenn das Herz mal kurz aussetzt, dann beleben wir sie halt wieder. Alles halb so wild. Die Hälfte Leben haben die noch. Die Hälfte der Patienten müssen wir auch noch holen. Also, wir müssen auf jeden Fall uns sputen. Steig's ein? Kollege? Schnürschuh? So. Wahrscheinlich haben wir mehr Gesundheit dann hier als Belohnung, oder? Würde ich sehr begrüßen übrigens. Wäre sehr cool. Oder irgendwas anderes. Oder unendliche Kondition. Wobei, kann man hier ermüden beim Sprinten? Ich habe noch nie drauf geachtet. Ich weiß nur, dass man hier sehr schnell rennen kann. Und das haben viele von euch auch angemerkt. Waren das viele oder jedenfalls einige, einzelne, ich weiß nicht. Ich wurde auf jeden Fall in die Kommentare geschrieben, dass er ziemlich schnell rennen kann, was ja auch so ist. Eigentlich ziemlich witzig, oder? Holy shit, oh jetzt Sterne, Alter, dann ist hier aber Feierabend. Das kann ich gar nicht gebrauchen jetzt. So. Dreh ich schon mal um. Wir müssen sowieso in irgendeine Richtung. Fahre ich schon mal hier lang. Ja. Schon mal ein bisschen Zeit gespart quasi. Aber es sind immer drei, ne? Werden nicht mehr. Das ist ja... Zum Glück werden es nicht mehr, ne? Da kann ich mich jetzt wirklich glücklich schätzen. Das finde ich auch noch voll in Ordnung. Und fünf Wellen sind da auch in Ordnung. Ich meine... Im Endeffekt, ja, es sind weniger Wellen, na klar, aber man muss halt auch genauso oft fahren wie mit mehreren Wellen, weil man früher halt drei einsammeln konnte pro Runde, pro Tour quasi. Oh, sorry. Versuche ein bisschen aufzunehmen. Was ist das für eine Route? Wieso fahre ich überhaupt da lang, wenn ich da schon Zweifel dran habe? Holy. Da ist die Pommesbude oder der Hotdog-Stand, aber sowas so ein... Wach auf! Hier wird nicht geschlafen. Ist mir was im Weg, was auf dem Weg, Mann? Wieso fahrt ihr alle so kacke? Immer mir in den Weg, Mann. Ihr müsst doch beiseite fahren, wenn hier der Sanitäter kommt. Oh, hol einen weiteren ab. Yo. Ich eile. Ja. Und währenddessen kann ich gleich ein paar andere mit aufgabeln, die ich da in Unfälle verwickle. Gracias? Hat er gerade gracias gesagt? Es gibt auch noch nette Patienten, die das nicht für selbstverständlich nehmen, dass da einer kommt. So, die restlichen einen Patienten, ich verstehe schon. Ja, ja, genau. Weg. Lieber die anderen rammen als die Polizei. Ich finde ein Stern, wenn ich ehrlich bin, ziemlich nervig in diesem Game. Also klar kann man da entkommen, indem man Polizeiautos zerstört, aber ich finde das echt nervig. Ich finde das echt nervig in diesem Spiel. Weil da so viele Polizeiautos sind und ja, man kriegt die auch nicht immer sofort zerstört und so. Oh, oh. Nee, weg da. Ich will zurück. Nach Westerland. Oh, ein Glück. Wach auf! Hier wird nicht geschlafen. Easy peasy. Wieder 100% gerettet. Was heißt 100% gerettet? Können wir auch welche sterben lassen? Und das ist nicht so schlimm? Gute Frage. Jetzt sitzen nur noch zwei? Jetzt sitzen nur noch zwei auf einmal? Okay. Sterben wahrscheinlich auch schneller. Steig ein. Nein! Nein, es ist passiert, Mann. Das ist der Albtraum eines jeden GTA-Spielers. Man überfährt einen Patienten.
Was für Folgen hat das jetzt, ist jetzt die Frage. Was für Konsequenzen hat das? Ich kann jetzt nicht mehr 100% retten. Wenn die Mission das jetzt vorsieht, dass man 100% rettet, dann kann ich es ja eh nicht mehr schaffen. Gute Frage, kann ich jetzt überhaupt noch Gold bekommen? Wir werden es herausfinden, Leute. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Das wäre so ärgerlich. Ich wollte einfach schnell weg. Die müssen ja auch immer hinten einsteigen, ne? Was ja auch realistisch ist. Wenn man mal ehrlich ist, in dem Vice City zum Beispiel, da sind die auch vorne rechts eingestiegen, wenn sie unfassbar geblutet haben und so. Das macht einfach überhaupt keinen Sinn. Du steigst doch nicht als Beifahrer ein, wenn du schwer verletzt bist. Du steigst hinten ein und wirst da behandelt. Naja, jetzt haben wir nur 50%. 87% gerettet. Vielleicht reicht das ja. Ist natürlich nicht so schön, nicht 100% zu haben, aber... Ich meine, wenn das in Ordnung ist, dann nehme ich das so mit. Mir ist nur wichtig, dass da gleich steht, wir haben eine Goldmedaille bekommen. Weil eigentlich ist das ja nicht goldwürdig, ne? Wenn man mal ehrlich ist, ist das nicht goldwürdig. Wenn man da nicht 100% rettet. Also eigentlich... Also ich beschwere mich nicht, aber wenn ich das Spiel gemacht hätte und sowas eingebaut hätte mit Goldmedaillen und so weiter, dann hätte ich das vorausgesetzt, dass man auch dann alle Patienten rettet. Ey, die Route ist manchmal so bescheuert. Das ist ja, man muss echt eigene Wege nehmen. Oder einen weiteren ab. Ah, egal, macht nichts. Ich will eh beide und deswegen, ich nehme jetzt den hier hinten mit. Aus dem Weg! Hey! Bringe den Patienten zum Krankenhaus. Nein! Ist egal. Ja, das jetzt nicht. Da möchte ich jetzt schon ganz gerne rein. Aber Fakt ist auch, dass man... Also, ich muss ja jetzt trotzdem irgendwie eine Möglichkeit noch haben, um hier Gold zu bekommen. Also, das würde ich dann halt unfair finden, wenn man jetzt gar keine Möglichkeit mehr hat. Aber keine Ahnung. Ich kenne das Spiel nicht und das ist ja eigentlich auch das Coole dran. Ich lasse mich hier überraschen. Also, ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Es ist eigentlich... Ja, ich bin da. Ich bin doch da. Das ist auch echt nicht weit diesmal. Das ist voll entspannt. Zack, einmal hier rum. Jo, das war's. Er speichert auf jeden Fall. Ich habe nur eine Silbermedaille gewonnen. Weil ich nicht alle gerettet habe. Wenn ich jetzt alle rette, dann habe ich immer noch nicht... Ich glaube, das bringt nichts. Das müssen wir, glaube ich, nochmal machen, weil ich nicht alle gerettet habe. Jetzt geht's wieder von vorne los, oder? Ich glaube, jetzt geht's wieder von vorne los. Also wir müssen wirklich alle retten. Das heißt, es war mega bitter, dass ich den einen überfahren habe. Das Coole ist ja, dass die relativ schnell gemacht sind, die Sanitätermission, wie man jetzt gesehen hat. Wir sind jetzt erst bei 14 Minuten. Wir machen das jetzt einfach nochmal. Ich hatte in der Folge sowieso nichts anderes mehr vor. Und ich weiß ja halt auch nicht, ob man die Bürgerwehrmission überhaupt machen kann. Das werde ich halt mal testen. Und je nachdem... Ja, vielleicht werdet ihr das gar nicht sehen. Dann werde ich es euch aber erzählen, wie das so verlaufen ist. Ist auf jeden Fall mein Ziel, als nächstes die Bürgerwehrmission zu machen. Aber wenn ich... Ja, ohne Waffen und so, wenn ich da dann Probleme habe. Ich weiß nicht, vielleicht kann man auch mit Rammen und so weiterkommen. Ich weiß nicht, wie schwer die Bürgerwehrmissionen in diesem Spiel sind. Bei Vice City Stories zum Beispiel waren die echt
ohne Rino und so echt happig. Muss ich einfach sagen, hallo. Ja, ist es... Ja, hallo. Jetzt hätte ich ihn fast überfahren. Da waren sie wirklich echt happig, muss ich sagen. Ich habe die da mit dem Polizeimotorrad damals gemacht und das war echt schwierig. Je nachdem, wie schwer die sind. Ich würde sie gerne am Anfang machen, weil wahrscheinlich wird die kugelsichere Weste oder so verstärkt oder so, wie man es halt so kennt. Und solche Bonis am Anfang mitzunehmen, ist halt besser als am Ende oder so. Man profitiert einfach viel länger davon. Und man wird sich einige Fails ersparen, einfach deshalb, weil man mehr aushält. Und ich freue mich auch echt schon auf die erste Mission, wo man so ein bisschen ballern muss. Muss ich ganz ehrlich sagen, so. Weil ich mir das in dem Spiel echt lustig vorstelle. Ja, der versagt gleich der Herzschlag, das sehe ich jetzt schon. Ja, weg, 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 ich hab's eilig. Ich hab's so eilig. Es regnet es auch noch. Hat das irgendeinen Einfluss auf unser Fahrverhalten? Sliden wir jetzt mehr oder so? Könnte gut sein, ne? Weg, 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 weg. So, wir sind bei 100%. Das muss auch so bleiben. Andernfalls, ja, kann ich gleich neu starten. Aber das ist gut zu wissen. Das sind halt so Dinge, die weißt du halt vorher nicht. Vielleicht stand es im GTA-Wiki, aber ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt nur gesehen 5 Wellen und das reicht mir eigentlich schon als Info. Aufpassen, der wird sich gleich in Bewegung setzen. Hallo! Okay, dann wollen wir mal. Diesmal 2 wieder. Das sollte. 2 sind ja eigentlich ziemlich easy. Immer schön hier ausweichen. Mann, 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 Mann. Dass die auch nicht beiseite fahren. Ich weiß, es gehört zum Schwierigkeit hier dieses Spiels, dass hier die ganze Zeit Autos rumwuseln und so. Aber man könnte doch mal ein bisschen beiseite fahren, oder? Wenn hier der Krankenwagen hier Menschenleben retten will. Oh, nicht die Polizeiram. Eine Laterne gekillt. Das fühlt sich so gut an. So, Welle 2 ist damit auch erledigt. 100% steht noch. Wir fahren einfach mal durch den Typen da durch. Scheiß drauf. Oh. Jetzt auch wieder nur 2. Es waren doch eben auch noch mehr, oder? Wir hatten am Anfang jetzt die 3 und dann hatten wir nur noch 2. Oder hatten wir am Anfang auch 2? Ich habe das nicht im Blick. Ist mir auch scheißegal. Ich will hier einfach nur für 100%. Nee. Da muss ich jetzt irgendwie da durch. Hier rum. Ja, es geht. Es geht doch. Steig ein. Wir hätten schon lange durch sein können, ne? Aber es kann ja mal passieren, so einen Patienten zu überfahren. Da habe ich auch schon unzählige Kommentare bekommen von Leuten unter halt allen möglichen GTA-Spielen, wo ich halt die Sanitätermission gemacht habe. Wo mir Leute geschrieben haben, oh nein, im 12. Level habe ich einen Patienten überfahren und so. Zum Beispiel bei GTA 3 ist mega bitter. Weil das halt echt mega lange dauert, bis man da in Level 12 ist. Und da gibt es halt noch keine Speicherpunkte, keine Checkpoints wie in Vice City Stories beispielsweise.
Das ist echt, also da, das dauert ja schon mal so seine Zeit, ne? Das ist sowas von bitter. Das wünsche ich echt keinem. Das ist echt, unschön. Ach du Scheiße, wieso ist der Patient denn so down? Steig ein, steig ein. Komm! Mach hinne, eier da nicht rum. Du Scheiße, Mann. Ich meine, es ist nicht weit zurück, aber... Nein! Was ist denn jetzt los? Was ist denn das? Hallo? Ey, so haben wir jetzt aber nicht gewettet. Das ist ja wohl ein Witz, oder was? Warum sind die auf einmal so down gewesen? Kann ich normal machen? Gibt's ja wohl nicht. Heilige Scheiße, was war denn jetzt los? Hab ich rumgetrödelt oder sowas? Ja gut, ich habe mich einmal ein bisschen verfahren, aber... Das ist jetzt der ausschlaggebende Faktor, warum... Vielleicht habe ich ein bisschen zu viel gerammt oder so? Das kann doch nicht wahr sein jetzt. Das darf natürlich nicht passieren. Ich bin auch ein bisschen ungeduldig jetzt, muss ich sagen. Ey, komm. Weil ich will das jetzt langsam wirklich mal schaffen. So. Also das mache ich jetzt nochmal in voller Länge. Aber wenn ich jetzt nochmal failen sollte, dann sehen wir uns dann in der Welle wieder, wo ich dann gefailt bin. Weil das reicht jetzt wirklich langsam dann irgendwann mal. Weil es wiederholt sich halt immer wieder und... Hat ja für euch eigentlich keinen Mehrwert, das jetzt hier. Jetzt ist es noch okay, weil... Also, ich fahre gerade auch schlecht, das muss man auch einfach sagen. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Ich weiß halt echt nicht, warum ich das gerade jetzt nicht geschafft habe. Ich habe auch die ganze Zeit nicht auf diese Patientenleiste geachtet. Auf einmal sehe ich, oh mein Gott, die ist ja fast leer. Okay, dachte ich mir dann so. Okay. Ist dann so. Muss man womit leben? Hallo. Der Krankenwagen ist hier. Steigst du bitte ein da? Meine Güte. Der ist auch schon wieder so down, Alter. Was ist denn hier los, ey? War das die ganze Zeit auch schon so? Also diese... Scheiße! Wie 71% gerettet? Hä? Ich will das von vorne machen, Junge! Wieso macht der hier weiter? Will das... Was zur Hölle? Ich will von vorne machen. Also ganz ehrlich, das wäre jetzt richtig bescheuert, wenn das so ist. Also wenn jetzt... Wenn er jetzt genau da weitermacht... Das ist ja dann so dämlich gemacht. Also sorry, aber das ist ja dann richtig dumm. Ich habe das doch abgebrochen. Das heißt, ich will doch gar nicht mehr weitermachen, weil ich keine Chance mehr auf die Goldmedaille habe. Warum sollte ich hier noch weitermachen wollen? Macht für mich keinen Sinn. Vor allem nicht, nachdem ich eh schon die Silbermedaille habe. Ey, das ist ja dann richtig bescheuert. Also dann mache ich mir auf jeden Fall ein Safe State bei Level 1. Und lade den dann immer, wenn es sein muss. Weil dann ist hier... Nee, da habe ich keine Lust drauf. Jedes Mal hier weiterzumachen... Obwohl ich nach Level 2 zum Beispiel schon weiß, ich kann Gold nicht mehr kriegen. Ey, wo ist denn da dann noch der Anreiz, das noch zu Ende zu spielen? Also das zeige ich euch jetzt noch, aber... Keine Ahnung. Irgendwie... Weg da. Weg, 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 weg. Ich kann mir so gut vorstellen, dass das jetzt Welle 5 ist. Ich hoffe es nicht. Aber ich befürchte es. Weil in der Welle 1 waren eigentlich immer 3. Das wäre so dämlich, ne?
Es wäre einfach so dämlich. Bitte, bitte nicht. Es ist so dämlich, Mann. Es ist einfach so verdammt dämlich, Mann. Ich breche es doch schon ab. Warum geht das noch weiter dann? Ich verstehe das nicht. Es ist einfach... Es geht nicht in meinen Kopf rein. So. Ja, dann würde ich sagen, mache ich einmal den hier. Damit ihr das auch mal seht. Und dann geht das jetzt hier nochmal los. Dann nehme ich euch jetzt nochmal mit. Sollte ich einmal failen, dann sehen wir uns in der Welle wieder, wo ich gefailt habe. Weil das sehe ich ja nicht ein. Ich wusste jetzt schon in Welle 3 oder so, dass es nichts mehr wird. Ich breche ab, starte neu und der denkt sich so, nö, du machst es da weiter, wo du aufgehört hast, ob du willst oder nicht. Das finde ich echt dämlich. Und man muss ja nicht immer alles hier in den Himmel loben, was Rockstar macht. Es ist ja wohl auch mal in Ordnung, dass man was kritisiert. Und das finde ich halt einfach nicht gut. Ich weiß ja nicht, wie ihr darüber denkt. Aber ich finde das einfach nur sinnlos. Vor allem, ich habe Silber, ne? Und Gold muss 100% sein. Und ich habe keine Chance mehr auf die 100%, wenn ich einen sterben lasse. Und dementsprechend, ja, warum sollte es noch weitergehen? Ich könnte es ja verstehen, wenn man noch eine Chance hat auf eine bessere Medaille, als die man gerade hat. Wenn ich jetzt Bronze gehabt hätte und ich habe noch eine Chance auf Silber, dass das Spiel dann denkt, oh, bevor ich ihn jetzt komplett zurücksetze, soll er mal da weitermachen, wo er aufgehört hat. Das ist ja okay. Aber nicht so. Weiter. Ich versuche mich jetzt echt mega zu beeilen, damit diese blaue Leiste um mich nicht wieder ärgert. Ja, ist okay. Weiter, weiter, weiter. Rechts oder links? Ich mache einfach mal rechts. Weg. Keine Zeit. Shit. Da können wir gleich rückwärts langfahren. Sind wir gleich schon richtig positioniert. Hey. Steigen Sie ein. Gnädige Frau. Bitte. Boah. Also. Ha, bitte. Lassen Sie das. Bitte! Geh doch einfach weg, Mann. Was machst du da überhaupt, Mann? Es ist einfach nur... Ich werde hier noch wahnsinnig mit diesen Sanitätermissionen. Das hätte ich nicht gedacht. Weil ist das echt einfach simpel ist, das Prinzip. Trotzdem macht mich das gerade irgendwie verrückt. Hätte ich den einen Patienten da nicht überfahren, ne? Hätte ich den nicht überfahren, das war meine eigene Dummheit, dann wäre das hier nach 13 Minuten vorbei gewesen. Da hättet ihr zwar wieder eine kurze Folge gehabt, aber ihr habt ja jetzt eigentlich auch keinen Mehrwert, indem ich jetzt das hier jetzt eine halbe Stunde mache. Im Endeffekt das Gleiche ist. So, pass bloß auf jetzt hier. Hauptsache, die sterben nicht. 100% gerettet. Ich fahre nach links. Hoffe, das rächt sich nicht. Nö, es ist okay. Ich will jetzt die Zeit, die man hat, die will ich bestmöglich nutzen. Sehr schön. Das war doch mal recht zügig, oder? Jetzt wird es auch gleich schon wieder dunkel. Die Tage und Nächte vergehen hier. Wie im Flug. Jo, gerettet. Sehr schön. Weiter.
schneller ich bin, desto weniger Sorgen muss ich mir über diese blaue Leiste machen. So einfach ist die Rechnung. Ist das nicht die Welle, wo ich mich gerade verfahren habe? Ich hole aber erstmal den, der dahinter ist, ab. Jo, hey. So, weiter geht's. Komm. Keine Zeit verlieren. Immer weiter, immer weiter. Ich bin echt angespannt, Leute. Ich denke, das merkt man so ein bisschen, oder? Aber egal. Für euch ist es ja kein Problem. Ihr werdet jetzt nur noch 5 Wellen sehen, normalerweise. Und wenn ich failen sollte, wie gesagt, ich schneide dann einfach da, wo wir waren. Ja, ich krieg auch manchmal so Kommentare von wegen, hier, ey, lass das mit dem Schneiden, zeig doch alles, zeig alle deine Fails und so weiter, aber ich bin zwar ein klassischer Let's Player und ich liebe auch das klassische Let's Play-Prinzip, was ich im Jahr 2009 damals kennen und lieben gelernt habe. Aber bei mir gibt es halt auch so gewisse Grenzen, wo ich dann auch sage, ey, warum zeige ich das? Warum soll ich das zeigen? Und so eine Grenze ist dann hier auch erreicht. Hallo? Darf ich da noch irgendwie rüber? Hallo? Ich muss da rüber, bitte. Mann, der ist schon wieder so down. Ja, ist schön, aber du musst dich jetzt echt beeilen. Oh mein Gott. Nicht schon wieder. Nein, nein, nein. Warum ist der nicht eingestiegen? Okay, das war's. Das schaffe ich nicht mehr. Gut, dann sehen wir uns gleich in Welle 2 wieder. Muss ich also wieder alles machen. Aber echt, es ist echt langsam nur noch eine Last. Ja, der ist sowieso gleich tot, Mann. Ja, es ist... Gut, wir sehen uns wieder in Welle 2. Und zwar bei dem hier. Mehr muss ich euch ja nicht zeigen. Bis gleich, Leute. Ach, was soll's. Ich zeige euch einfach die ganze... zweite Welle, weil sie sowieso nicht so ist wie die davor, die wir vorher hatten. Jetzt haben wir nämlich 4 Patienten in der zweiten Welle. Was eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht ist, weil dann ist natürlich, dann überleben die Patienten, also dann sinkt der Balken langsamer. Ich denke eher, das ist ein Vorteil. Ich habe jetzt gemerkt, bei diesen, ja, bei den Wellen mit 2 Patienten, da sinkt der Balken ja so unglaublich schnell und da darfst du dir eigentlich keine Fehler erlauben beim Fahren. Ja, das ist echt heftig. Steig rein, komm! Ja, sehe ich, dass du bleedest, aber steig doch trotzdem mal in die Karre ein jetzt. Ich will hier auch irgendwann mal durchkommen. So. Ja, ja, ja. Hätte ich echt nicht gedacht, dass das hier so eine Qual wird, nach dem ersten Versuch, der echt gut war, wo ich eigentlich echt gut durchgekommen bin. Aber... wer hätte damit rechnen können? Ich weiß ja nicht, wie ihr hier so abgeschnitten seid. Wahrscheinlich habt ihr das alle beim First Try gemacht, oder? Könnt mir ja mal eure Erfahrungen da in die Kommentare schreiben zu den Sanitätermissionen, wie die bei euch so waren. Ich finde es manchmal schon ein bisschen random, je nachdem, was man, wie viel Patienten man noch hat, also man abholen soll. Und es ist immer random, so wie ich gesehen habe. Ich habe auch teilweise erste Wellen gehabt, wo mal 2 waren, wo mal 3 waren. Wo mal 4 waren, wie jetzt. Und wenn ich ehrlich bin, die mit 4 sind die besten. Die hätte ich gerne öfter. Keine Sterne, bitte. Und ja, die Mail, die da angezeigt wird, die lese ich noch irgendwann. Aber ich finde das jetzt in so einem Nebenmissionspart nicht so passend. Kann natürlich trotzdem auch eine Nebenmission sein, aber... werden wir ja dann sehen. Du schon wieder, ne? Du bist mir ja so ein ganz spezieller, bist du. So, aber diesmal ist es wieder knapp. Immer wenn ich den hier abhole, ist das immer knapp. Immer. Aber diesmal geht es, weil wir noch, ja, weil wir mehr Patienten hatten diesmal. Und diese Wellen sind halt einfach einfacher. Es ist einfach ein Fact. So, ich riskiere mal alles hier schon mal wieder, weil wenn das wirklich nur 2 sind, kann sich auch mal rächen. Aber eigentlich... 3 Stück, okay, das ist okay. 3 Stück sind in Ordnung. Der Balken sinkt schon ziemlich schnell, aber nicht so schnell wie bei 2. Das geht. Weg, weg, weg. Ich habe ja keine Patienten im Wagen, also kann ich hier ein bisschen so fahren. Ich sollte jetzt versuchen, hier irgendwie rauszukommen, ja. Ist auch gefährlich. Man kann sich hier echt in Sackgassen verirren, das ist echt... Das war bei den Feuerwehrmissionen schon ein Problem, wo ich mich da einmal verfahren habe. Zum Glück musste man nicht 10 am Stück löschen, 10 Brände.
Okay, man kriegt halt Herzstillstände, aber ich glaube nicht, dass der Balken schneller sinkt, oder? Weil ich mich teilweise auch echt zurückgehalten habe beim Fahren, obwohl ich da eigentlich voll durchpacen muss. Weil ich immer gedacht habe, der Balken sinkt dann schnell, aber ich glaube, das ist gar nicht so. Oder? Ich kriege halt einen Herzstillstand. Oh, weiter. Weiter, weiter, weiter. Keine Zeit verlieren, keine Zeit verlieren, keine Zeit verlieren. Nächster, da fahre ich wieder so. Ich höre nicht auf das Spiel. Das will mich wieder in die Irre leiten. Komm, switch die Route um. Ja. Du bist schon so ein kleiner Schlingel, ne, du Spiel? Du willst mich hier in die Irre leiten. Ah, komm. Das sieht gut aus. Aber ich muss ihn einladen jetzt. Ja, das werde ich tun, das werde ich tun. Ich will es jetzt endlich zu Ende bringen. Es hat eh schon viel zu lange gedauert. Jetzt ist irgendwann auch mal Schluss. Es reicht mir. Ich muss echt Glück haben jetzt mit den Patienten. Also für mich ist das auch ein bisschen glücksbasiert hier. Na, links, rechts. Okay, 4. Sehr schön. Da freue ich mich wirklich drüber. Ist eigentlich lächerlich, dass man sich darüber freut, dass man mehr abholen muss. Aber es ist halt einfach die Realität. Wenn man die dann auch noch schnell abholt, ein bisschen Glück hat mit den Spots. Na gut, die werden feste Spots haben. Also die werden ihre paar Spots haben, wo sie immer auftauchen. Aber wenn man wirklich Glück Spots erwischt, die total in der Nähe sind und so und auch einfach zu erreichen sind, dann kann man sich bei diesen 4, denke ich mal, ein richtig gutes Zeitpolster rausfahren. Und dann hat man überhaupt keine Probleme beim letzten Patienten. Bei 2, da jeder Fehler wird bestraft. Da fährst du dich einmal, kannst du eigentlich schon vergessen. Das ist halt einfach brutal. Also was Zeitlimits anbelangt, ist das Spiel echt heftig. Und das haben mir auch Leute geschrieben, dass hier die Nebenmissionen echt hart sein können. Ich denke, da sind auch solche mit gemeint. Einfach wegen des Zeitlimits. Was halt einfach extrem krass ist. Komm ich irgendwie durch? Hallo? Wichtig. Hey, komm, das war doch nur eine kleine Schranke. Eine kleine Schranke, da muss man doch nicht gleich so ein Herzkasper hier bekommen. Na, noch ein. Doppelt hält besser, denkt er sich so. Zwei noch und das Ding ist noch über die Hälfte gefüllt. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, würde ich jetzt mal meinen, oder? Und du bist ja auch so einer. Okay. Und wieder zurück. Und jetzt hängt alles davon ab, wie die letzte Welle gleich sein wird. Ich meine, so weit sind wir noch nicht, aber innerlich bin ich schon eigentlich schon so weit, dass ich mit der Welle hier abgeschlossen habe. Und wie ich das Spiel kenne, wird das eine Welle mit 2 Patienten. Und dann muss ich mich richtig ins Zeug legen. Und dann habe ich hoffentlich Glück mit den Spawns der beiden. Ja, komm, Spiel, wir machen einen Kompromiss. Wir machen 3. Okay? Das heißt, es ist nicht so leicht wie mit 4. Aber auch nicht so schwer wie mit 2. Da haben wir beide was. Komm, da kommen wir uns so ein bisschen entgegen. Ich bin schon so verzweifelt, dass ich mit einem Spiel versuche zu verhandeln. Also, so weit ist es schon. So. Okay, letzte Welle. Ich gehe schon mal full risk und fahre schon mal voraus. Ich hoffe, das rächt sich nicht. 3. Es hat geklappt, Leute. Das Spiel ist mit dabei. Also mit Kompromissen kann man echt weit kommen. Ne? Dass man seinem Gegenüber sowas an... Also nicht komplett nur fordert, sondern eben auch was gibt, so. Damit hat man eigentlich immer ganz guten Erfolg. Oh, hier muss ich wieder raus. Komm, keine Zeit verlieren. Ich will hier kein Risiko eingehen beim letzten. Bei der letzten Welle. Ich will hier mir jetzt ein kleines Polster rausfahren. Ja, weiter, weiter. Shit. Nee, die verlieren nichts, wenn man crasht. Ist egal. Einfach beeilen, 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 beeilen. Ja, weiter, weiter. Und gleich weiter. Keine Zeit verlieren. Direkt weiter. Links, rechts. Ich nehme den rechten. Links. Ja.
Nee, ich bin nicht married. Warum fragst du das? Du solltest dir andere Gedanken machen gerade. So, okay. Den letzten. Das muss es doch jetzt eigentlich sein, Leute. Aber wie random das ist, Mann. Bei 2 Patienten hat man fast keine Zeit und jetzt hier habe ich noch über die Hälfte. Und hier habe ich noch über die Hälfte und hier, ja, und habe nur noch einen Patienten. Also was ist denn das für eine Randomness in dieser Mission? Nicht überfahren, komm. Komm. Wo bist du? Wo bist du, Kollege? Steig ein. Oh, ich habe so Angst, dass ich die rückwärts überfahre, ne? Das ist unfassbar. So. Nur noch versuchen, ins Ziel zu fahren. Möglichst ohne, dass sie einen Herzstillstand erleiden, weil ich glaube, auch da können die sterben, wenn man sie nicht wiederbelebt. Ich meine, es ist relativ einfach da. Einfach nur die ganze Zeit ein bisschen spammen, aber ich will kein Risiko eingehen. Meine Fresse, endlich hat es geklappt. Glückwunsch, du hast eine Goldmedaille gewonnen. Ja, danke, danke, danke. Wurde auch mal Zeit. Und dann brechen wir sie mal ab, die Mission. Du hast Marathon freigeschaltet. Darf ich das bitte auch nochmal lesen? Da steht wahrscheinlich, du ermüdest nie, aber ich würde es trotzdem ganz gerne lesen. Wo kann ich das denn lesen? Da. Du hast Marathon freigeschaltet. Du kannst nun rennen, ohne zu ermüden. Also kann man wirklich ermüden. Dann ist es doch schön, dass wir das jetzt nicht mehr tun. Ja, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Und wenn das der Fall ist, dann würde es mich echt freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei sein würdet. Und bis dann sag ich mal ciao. Bis zum nächsten Mal. Scheiß an die Täter-Mission.